Ja, heute mal ein kleines neues Video bei PyroShock. Und zwar mal ein bisschen was aus dem Klasse 1 Sektor. Und zwar drei Jugendsortimente. Einmal das Fun Pack von Nico. Das ist echt geil, auch von Nico. Und die Junior-Tüte ein bisschen. Beziehungsweise es ist eine Eigenkreation Junior-Tüte. Da sind ein paar Originalartikel dabei. Aber wie man auch sieht, eine Pyroette. Beziehungsweise ein paar Knatterfritze von Vico und naja. Wir werden anfangen mit dem echt geil von Nico und das werde ich jetzt einfach mal aufmachen. So, ich habe das Sortiment jetzt einfach mal aufgemacht. Wie man sieht, enthält es leider Gottes wieder 2x50 Knallteufel von Nico, 20 Feuerringe von Nico, die Nico-Biene, 5 Stück, und 2x den Speedy von Nico und 4 Feuerspucker. Und, achso, ja, hier unter noch die Zauberlichter extra bunt, ja, 10 Stück. Kennt auch jeder. Ja, gekostet hat es 2,49. Und ja, wir werden es jetzt einfach mal testen. Die Knallteufel, na gut, kennt jeder. Von den Feuerspuckern erwarte ich mir noch ein bisschen mehr, da das Sortiment ein bisschen älter noch aussieht. Also ich erwarte mir auf jeden Fall mehr als von den heutigen Flitzefeuersteinen von Weko. Ja, Feuerringe, Speedies und Biene, wir werden sehen. So, beginnen wir mit den Zauberlichtern. Na. Große Farbunterschiede sind jetzt so nicht zu erkennen. Das Grüne sticht ein bisschen heraus. Aber ansonsten, naja. Gut. Machen wir weiter mit dem Feuerspucker. So. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Ah, wo ist mein Feuerzeug? Da. Naja, Brenndauer mehr als dürftig. Früher waren es eindeutig noch viel bessere Vulkane. Wobei ich glaube, immer noch besser als die heutigen Flitzefeuersteine von Weko. Also die aktuelle Charge von denen ist echt grottig. Machen wir nochmal einen zweiten hinterher. Mittlerweile auch kaum noch rote Sterne drin. Naja, gut. Machen wir mal weiter mit den Feuerringen. Muss ich erstmal. Erstmal eine Fläche frei machen. So. Haben sogar noch graue Lunte. Also doch noch etwas älter. Naja, mal schauen. Erstmal ein. Naja. Oh, den Freund hat er gleich gezündet. Auch nicht schlecht. Naja. Und nochmal den dritten hinterher. Naja. Das, was man von aktuellen Feuerringen so erwarten kann. Eigentlich nichts. So. Vielleicht lag es an der Oberfläche nochmal einen vierten hinterher.
drehen sich kein Stück. Gut. Kommen wir nun zu den Speedies. Sind schon die aktuellen, sprich nur noch rot und grün. Nicht mehr wie früher, ich glaube vierfarbig oder dreifarbig waren die früher. Mittlerweile ja nur noch rot und grün enthalten. Gut, ja, mal gucken, ob ich die rausbekomme. Da sind zwei rote. Und... Ah! Oh. Machen wir erstmal einen roten an. Oh, Brenndauer ist ja nichts. Na, wo ist die Lunte? Da. Nochmal ein roter. Ja. Lächerliche Brenndauer im Gegensatz zu früher. Oh, mal ein grüner. Die glimmen ja eigentlich nur einmal auf und dann ist schon wieder vorbei. Fail. Naja. Wie gesagt, nicht viel zu erwarten. Oh, kommen wir als letztes zu der Biene oder tollen Biene. Nee, hier heißen die nur Biene, die von Deko heißen tolle Biene. So. Oh. Entschuldigung, dass das hier ein bisschen länger dauert, aber einhändig auszupacken und zu zünden ist nicht immer ganz so einfach. So, wie ich sehe, auch schon die aktuelle Ware, sprich nur noch die gelben. Kann man jetzt so schlecht erkennen. Naja. Mal gucken, was sie hergeben. Oh, mittlerweile auch nur noch zweifarbig. Früher waren sie sogar noch dreifarbig. Und nochmal eine dritte. Naja, wie gesagt, nicht das Beste. So, hier nochmal ein kleines Review zu dem Sortiment echt geil von Nico. Ich muss sagen, so geil fand ich es jetzt gar nicht. Da die Zauberlichter angepriesen mit extra bunt. Ich muss sagen, sahen fast alle gleich aus, selbst normal, also nicht durch die Kamera gesehen. Außer das Grüne, das hat ein bisschen hervorgestochen. Ansonsten sahen fast alle gleich aus, selbst Rot, Gelb und Weiß haben sich kaum unterschieden. Ja, und zum Feuerspucker von Nico ist noch ein ganz kleinen Ticken besser als der heutige Flitzer Feuerstein von Weko. Aber viel Unterschied gibt es auch nicht mehr. Früher war die Brenndauer wesentlich größer, mehr Effekthöhe und auch eindeutig bessere Sterne fand ich noch. Ja, die Speedies. Heute leider nur noch zweifarbig sortiert, früher glaube ich sogar vierfarbig, bin mir jetzt nicht so sicher. Aber auf jeden Fall Brenndauer, mickrig, die drehen sich einmal ganz kurz, dann ist es vorbei. Früher war es eindeutig länger. Ja, die Nikobine auch an Brenndauer verloren, früher glaube ich auch noch dreifarbig, mittlerweile nur noch zwei Farben, echt schade. Ja, Feuerringe, wie gesagt, noch mit grauer Lunte, aber von Feuerringen habe ich bisher noch nie viel gehalten. Ihr habt ja gesehen, sie drehen sich nicht, sie dienen eigentlich nur so als Anzündmittel oder wer weiß was. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, für 2,50 nicht das beste Sortiment, vielleicht für unterm Jahr, wenn man echt nichts anderes hat, noch ganz gut, aber echt, wer die Chance hat, im Internet zu bestellen, bestellt dort, versucht irgendwie an ältere Ware ranzukommen, die ist eindeutig noch viel besser als die heutige. Ja, das war's von mir und die beiden anderen Sortimente kommen dann die Tage.